das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, die Freitagnacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind ganz frei und offen für eure Themen, für alle eure Themen, wie immer freitags. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer ist 72 Jahre alt und heißt Peter. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ja, was? Ja. Kurz vor Weihnachten, die letzte Sendung vor Weihnachten, hatten wir schon miteinander gesprochen. Ja, hilfst du mir? Ich der zweite oder drittletzte Anrufer. Ja, hilfst du mir ein wenig auf die Sprünge mit dem Thema? Meine Frau war erkrankt an Creutzfeldt-Jakob. Ah ja, ich erinnere mich sehr gut, natürlich. Deine Frau war erkrankt an Creutzfeldt-Jakob. Ja. Seit vielen Jahren schon? Seit Oktober. Seit Oktober? Seit Oktober, ja. Heute früh ist sie gestorben. Mhm. Um wie viel Uhr? Ja, sie ist gestorben. Um wie viel Uhr? Um 4 Uhr. Um 4 Uhr, mhm. Um drei hat sie noch, also sie war in den letzten Wochen nicht mehr ansprechbar. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie noch was mitbekommen hat. Mhm. Äußern konnte sie sich nicht mehr. Konnte nicht mehr essen. Ja. Seit 14 Tagen konnte sie nicht mehr schlucken. Mhm. Und wurde künstlich ernährt. Ja. Da war noch ein paar Tage im Krankenhaus. Ja. Kriegte eine Magensonde. Ja. Und ist sie im Krankenhaus gestorben oder zu Hause? Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Warst du heute Morgen um 4 Uhr wach, als sie gestorben ist? Um 5 Uhr. Hm. Ich habe eine Frau aus der Nachbarschaft, die sich sehr liebevoll um sie gekümmert hat. Hm. Die war wach. Ja. Und kam, ja, sie war um 3 Uhr bei ihr. Mhm. Da hat sie noch gelebt. Und um 5 Uhr kam sie zu mir und sagte, meine Frau ist tot. Du hattest ein wenig geschlafen. Ich hatte ein wenig geschlafen. Ja. Ja. Hat deine Frau sehr gelitten in den letzten Wochen? Das weiß ich nicht. Man konnte es ihr überhaupt nicht ansehen. Man konnte, ja. Sie war. Sie konnte sich nicht äußern. Mhm. Ja, aber vielleicht hätte man in der Mimik irgendwie sehen können, ob sie Schmerzen hatte. Konntest du da irgendetwas heraus? Ich nehme an, dass sie keine Schmerzen hatte. Ja. Wenn sie Creutzfeldt-Jakob da ist, ist ja eine völlige Nervenlähmung. Mhm. Ja, man ist sich wissenschaftlich da noch nicht hundertprozentig sicher, inwieweit die was wahrnehmen können überhaupt. Mhm. Ja. Man nimmt an, dass sie zwar was aufnehmen können, mhm, aber sich nicht äußern können. Mhm. Und so war es auch. Ich hatte die Länge der Krankheit falsch in Erinnerung. Magst du vielleicht nochmal erzählen, wann die ersten Symptome so aufgetreten sind von deinen? Das war im Sommer. Im Sommer, im August, wo man sie darauf aufmerksam machen, dass sie irgendwie was tun wollte. Mhm. Ja. Ja. Ach ja, ach ja. Ah, ja. Also, ja, und das wurde von Tag zu Tag schlimmer. Mhm. Und ist dann in Oktober in die Uniklinik gekommen. Ja. Da konnte man nichts für sie tun.
hat sie untersucht in allen Richtungen, konnte nichts für sie tun und hat sie als reinen Pflegefall nach Hause entlassen. Aber dann wurde schon irgendwann die Diagnose gestellt und die war klar. Die Diagnose war klar, ja. Gibt es eigentlich eine Überlegung, von wo deine Frau das bekommen haben könnte? Nein, es gibt drei grobe Richtungen in dieser Krankheitsrichtung. Einmal erblich, das ist es nicht. Einmal Richtung BSE, das ist es nicht. Und einmal dazwischen. Und da weiß man nicht, was es ist. Ja. Ja, und wie alt ist deine Frau geworden, Peter? 63. 63. Und ich habe jetzt mein Einverständnis gegeben, dass sie, dass ihr Gewebeproben entnommen werden. Damit man forschen kann. Ja. Das heißt, dass man etwas für die Wissenschaft tut. Ja. Dass der später an anderen vielleicht geholfen werden kann. Ja. Deine Frau war jetzt so sehr schwer krank und du hast das Leiden tagtäglich gesehen. Ja. Gibt es neben dem großen Schmerz, der gar nicht auszudrücken ist, gibt es auch so ein klein wenig Trost, dass sie es geschafft hat jetzt? Die letzten Wochen, die waren sehr schlimm. Ich muss gestehen, ich habe täglich gehofft, dass es bald vorbeigeht. Ja. Was hast du heute Morgen dann gemacht, nachdem klar war, dass deine Frau verstorben war? Am Bett gestanden und geheult. Hast du lange in ihrem Bett gesessen oder gestanden, bis dann irgendjemand kam? Das Beerdigungs, ja, nur viele Telefongespräche geführt, und bis das Beerdigungsinstitut kam und hat sie abgeholt. So lange habe ich am Bett gestanden. Habt ihr Kinder? Ja, ich habe eine Tochter noch. Lebt die bei dir in der Kirche? Ja, die war auch dabei. Ja. Ist das eine Hilfe für dich, die Tochter? Ja, eine große Hilfe. Ja, das heißt, du bist jetzt nicht ganz alleine. Ich bin nicht ganz alleine. Und habe die Haushälterin da, die aus der Nachbarschaft, die sich auch sehr liebevoll um sie gekümmert hat. Wie hast du heute, das ist ja nun ein ganz, ganz schlimmer und schwerer Tag gewesen für dich. Wie hast du diesen Tag heute verbracht? Ich habe die Verwandtschaft informiert. Ich muss gestehen, ich habe auch ein Kreuzworträtsel zwischendurch gemacht. Ja, das ist ja vielleicht auch ganz, ganz normal, um sich mal einen Moment mal abzulenken. Ja. Das ist ja auch nicht schlimm. Ja. Aber du bist sehr, sehr traurig und sehr, sehr, sehr. Ja, wir waren über 40 Jahre verheiratet. Ja. Und das war eine gute Ehe? Es war eine sehr gute Ehe. Wir haben zwei Kinder gehabt. Jetzt noch eins. Wo ist das zweite Kind? Es ist gestorben. Wie lange ist das her? Es werden jetzt 8 Jahre. Dann habt ihr schon mal einen sehr schlimmen Schmerz ertragen müssen. Das war auch ein sehr schlimmer Schmerz, ja. Woran ist das Kind gestorben? Tja, das weiß man nicht so hundertprozentig. War in der Psychiatrie. Die da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Okay, das müssen wir auch gar nicht machen. Ich finde sehr beeindruckend, Peter, das hast du mir ja schon im Dezember erzählt, dass du dich so sehr um deine Frau bemüht und gekümmert hast. Und dass du wirklich bis zur letzten
Phase ihres Lebens dann ihr zur Seite gestanden hast. Ja. Das ist ja das, was man dann noch tun kann für einen Menschen. Ja, wer geht nicht? Wer geht nicht? Das heißt, du hast alles getan, was du tun kannst. Ich glaube, ich hoffe es, ja. Ja. Das ist schon mal sehr gut, wenn man das so sagen kann. Ja. Ich freue mich, dass ich mir dir gegenüber aussprechen kann. Ja. Es gab ja bei dieser tragischen Krankheit ja auch nicht die Möglichkeit, dass du mit deiner Frau mal über das Ende und über den Tod hast sprechen können. Das ging gar nicht, ne? Nein, das ging seit drei, vier Monaten nicht mehr. Wir konnten uns nicht mehr unterhalten. Mhm. Ich konnte ihr noch was sagen. Anfangs hat sie denn noch zugestimmt durch Kopfnicken oder Kopfschütteln. Mhm. Aber sie konnte sich nicht mehr artikulieren. Mhm. Ich finde das übrigens sehr bemerkenswert und sehr, sehr respektabel, dass du die Möglichkeit der Medizin gibst, zu forschen, was nun wirklich los war, um vielleicht auch anderen Menschen zu helfen, die irgendwann auch eine solche Erkrankung bekommen. Das finde ich sehr toll. Hut ab und Respekt. Es werden Gewebeproben aus Hirn und Rückenmark entnommen, um dieser Krankheit nachzugehen. Das ist ja auch nicht eine selbstverständliche Entscheidung. Und das ist als Angehörige ja auch schwer, wenn man sich das dann vorstellt. Ich finde das sehr toll, dass du das machst. Das war für uns selbstverständlich, dass wir das machen. Mhm. Und meine Frau hatte auch unterschrieben, dass beim Ableben, dass Organe entnommen werden können, also Organspendeausweis. Ja. Aber das ist ja in diesem Fall nicht mehr möglich. Das ist nicht möglich, ja. Mhm. Ja, heißt das, dass die medizinischen Eingriffe, die jetzt noch vorgenommen werden müssen, dass dadurch die Beisetzung sich auch um einiges verzögert? Es verzögert sich, ja. Um wie viel, weißt du das? Ja, vor Ostern wird das nichts mehr. Ja. Ja, und ja. Hatte sie da Wünsche, als sie noch sprechen konnte? Oder hast du Pläne, wie soll es eine Feuerbestattung werden? Es gibt eine Feuerbestattung. Ja. Wir haben ein Einzelgrab, wo meine zweite Tochter liegt. Mhm. Und da passen noch mehrere Urnen rein. Mhm. Und so wird es werden. Mhm. Mir tut es sehr, sehr, sehr leid, Peter. Das sage ich dir mit tiefer Aufrichtigkeit. Ja, danke. Mit tiefer Aufrichtigkeit. Danke, Tom, ja. Aber ich sag nochmal, dass es ein gutes Gefühl ist, wenn man sagt, ich habe das getan, was ich tun kann. Ja. Das ist gut. Domian, ich freue mich, dass ich mit dir sprechen konnte. Hast du die nächsten Tage, kannst du mit deiner Tochter die nächsten Tage öfter zusammen sein? Wir wohnen zwar nicht zusammen, aber wir werden jetzt die Tage... Trefft ihr euch dann schon? Werden wir uns treffen, ja. Lieber Peter, möchtest du, dass du nochmal von meiner Psychologin angerufen wirst? Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Okay. Ich freue mich, dass ich mit dir gesprochen habe. Ja. Zumal wir schon vor Weihnachten miteinander gesprochen haben. Ja, und da hatte mich das auch schon sehr beeindruckt, was du erzählt hast. Ja, und ich wünsche dir für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen, das werden schwere Wochen werden. Das werden schwere Wochen. Ja, sehr. Schwere sehr. Wochen. Ja. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft. Ja. Ganz viel Kraft. Dankeschön. Und Lebensmut. Ja. Das Leben wird weitergehen. Ja, ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber ich bin noch einigermaßen lustig. Mhm. Und ja, es muss weitergehen. Ja. Ich wünsche dir von Herzen viel Kraft und alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören, Peter. Tschüss, Domian.
gleich weiter mit Jennifer. Jennifer ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Jennifer, über was reden wir? Ja, ich würde gerne mit dir über meine Drogensucht sprechen. Ja. Was für eine Droge hast du genommen oder nimmst du? Also ich bin halt mehrfach abhängig. Und so meine Hauptdrogen waren immer Alkohol und Cannabis. Mhm. Und ich habe dann auch Partydrogen genommen. Ecstasy. Genau, Ecstasy, Speed, Kokain, auch mal LSD probiert. Ja. Und jetzt habe ich halt vor kurzem mit Heroin angefangen und habe das erst geraucht und jetzt auch gespritzt. Und ich weiß nicht, das zieht sich irgendwie so durch mein Leben. Und wie lange nimmst du schon Cannabis, also Haschisch? Und mit dem Alkohol hast du wahrscheinlich früher angefangen. Also wann hast du angefangen? Also ich hatte meinen ersten Vollrausch mit 13. Mhm. Und mit 15 habe ich angefangen zu kiffen und dann ist es halt schon recht alltäglich geworden, würde ich mal so sagen. Mhm. Und Kiffen ist eben nicht harmlos, was immer sehr gerne viele Jahre erzählt wurde. Auf Dauer konsumiert ist das ebenfalls eine sehr schlimme Droge. Ja, also für mich auf jeden Fall schon. Aber bei mir ist es ja nicht dabei geblieben, dass es irgendwie spaßeshalber war. So, es war nicht spaßeshalber, sondern? Das war für mich ein, ein Mittel irgendwie, um den Alltag zu bewältigen und um mich irgendwie vom Leben davon zu machen. So. Ja, was hast du für einen Alltag, den du bewältigen musst? Ja, zum Beispiel aktuell, du bist 29 Jahre alt, ja, was machst du? Ja, ich mache halt gerade irgendwie gar nichts. Ich bin ALG-2-Empfängerin. Mhm. Und bei mir ist es halt so, dass ich noch keine Ausbildung abgeschlossen habe. Na ja. Ich habe halt mit 17 meinen Realschulabschluss gemacht. Mhm. Und das war es dann auch schon. Mhm. Und seitdem habe ich halt immer irgendwie versucht, im sozialen Bereich Fuß zu fassen. Habe dann nochmal die Fachoberschule besucht, die Erzieherausbildung angefangen. Aber ich habe das halt irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, das fertig zu machen. Und jetzt hast du angefangen, Heroin zu nehmen, zu spritzen. Genau. Seit wann schon? Also im Sommer habe ich halt angefangen, das zu rauchen. Und jetzt so 2-3 Monate habe ich das halt hin und wieder mal gespritzt. Also ich kann nicht sagen, dass ich das alltäglich mache. Aber ist es schon eine gewisse Regelmäßigkeit da seit letzten Sommer? Ja, genau. Genau. Also ich warum? Gestatte mir einfach die Frage, warum? Warum diese, die nun vielleicht eine der härtesten und schlimmsten Drogen ist überhaupt, warum die jetzt auch noch? Ich weiß nicht, also ich kann halt nur sagen, dass immer dann, wenn ich halt versuche, mit dem Leben klarzukommen, zu seinen Bedingungen und dann halt clean bin oder trocken bin und keine Drogen nehme, dann merke ich halt, wie viel Kacke ich irgendwie gebaut habe und dass es halt recht schwierig ist, dass ich... Und dann dröhnst du dich wieder zu? Genau, dann dröhne ich mich wieder zu. Weil in dem Moment magst du es dann nicht und erhöhst nur... dann den Trümmerhaufen noch mehr, der dein Leben zu bieten hat im Moment. Genau. Mhm. Und ich weiß nicht, ich glaube auch irgendwie so, ich habe mal gedacht, dass Drogen sind irgendwie so mein Liebesersatz oder so die wahrste Beziehung, die ich irgendwie habe, obwohl sie ja nicht wirklich wahr ist. Das ist ja eigentlich nur Schein und Trug. Aber weiß ich nicht, ich hatte halt irgendwie von 16 bis 19 eine feste Beziehung, meine erste große Liebe. Mhm. Und seitdem hatte ich halt nie wieder mehr eine feste Beziehung und ich habe mich halt immer wieder für die Drogen entschieden. Ja. Und ich weiß auch nicht, irgendwie, ich glaube, ich suche da irgendwie so ein Stück weit Geborgenheit, was ich halt... Was natürlich also Unsinn ist. Ja, du bist eine Frau von 29 Jahren, die eine Drogenkarriere von 14 Jahren vielleicht schon hinter sich hat. Da müssen wir nicht mehr das so zu erklären versuchen. Hm. Sondern da muss einfach gehandelt werden. Du hast bisher beruflich nichts auf die Reihe gekriegt? Nein. Du hast liebesmäßig, kann man auch sagen, nichts auf die Reihe bekommen wegen der Drogen? Genau. Wahrscheinlich haben die Drogen dir das auch kaputt gemacht, dass du dich auf einen Menschen einlassen kannst? Ja. Und dir dann vorgegaukelt, dass sie deine Beziehung sind, was natürlich ein Teufelspakt ist. Mhm. Weil dieser Partner, den man Drogen nennt, der zerstört dich, der frisst dich auf. Hm. Der frisst deine Seele auf
der frisst irgendwann deinen Körper auf. Und du wirst sehr, 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 sehr viel früher sterben, als du normalerweise sterben würdest. Ja, das weiß ich auch. Das Problem ist aber, dass ich ja schon so viel versucht habe. Ich habe schon 2 Langzeittherapien gemacht. Ich bin jetzt immer wieder in Selbsthilfegruppen. Mhm. Es ist nicht so, dass ich nichts halt tue, um da rauszukommen. Mhm. Ich bin wirklich so wie so ein Stehaufrauchen. Mhm. Ich bin immer wieder clean, kämpfe mich da durch und dann werde ich wieder rückfällig. Die Zeitspanne wird auch kürzer, wo ich rückfällig bin. Mhm. Aber ich werde halt immer wieder rückfällig. Das heißt, rational ist es dir klar? Ja, natürlich. Es gab genügend Anläufe auch schon deinerseits, da rauszukommen. Und du bist immer wieder zurückgefallen. Hm. Was ist die Lösung? Ich glaube, die Lösung liegt in mir drin. Ich glaube, ich muss mich wirklich entscheiden, ob ich... Das ist es. Das ist, aber genau so ist es. Ich glaube, dass du dich bisher nur halbherzig entschieden hast. Das glaube ich auch. Und wenn du dich wirklich voll und ganz entscheidest, gehst du nochmal durch ein Tal der Tränen. Hm. Das glaube ich. Eine gewisse Zeit. Vielleicht sogar eine längere Zeit. Aber nur so schaffst du das, dass du dann wieder Licht irgendwo im Dunkel des Tunnels siehst. Es hat immer was mit eigener Entscheidung und Haltung, mit eigener Haltung zu den Dingen zu tun. Wenn du die radikal für dich bestimmt hast, aber die musst du wirklich radikal bestimmen, glaube ich auch, dass man das schafft. Es haben so viele Leute geschafft. Viele, die vielleicht noch viel tiefer drin hingen, als du drin hängst. Das sind, wenn man diese Berichte liest oder wenn man mit Leuten redet, die das machen, die sind durch die Hölle gegangen. Die sind durch die Hölle gegangen, aber die sind so stark da rausgekommen, weil wenn du diesen Kampf gewinnst, dann kann dir gar nichts mehr. Dann kann dir wirklich gar nichts mehr. Und du hast irgendwie, ich finde, du bist so haarscharf noch an der Grenze, auch mit deinem Alter. Du kannst wirklich auch nochmal ganz neu einen Abschnitt deines Lebens beginnen. Ja, ich könnte aus meinem Leben noch was machen, wenn ich... Aber will, ja. Absolut, ja. Ja. Auch beruflich. Wenn du jetzt noch mehr Zeit verstreichen lässt und noch mehr Zeit, wird es immer schwieriger und die Barrieren sind immer höher. Jetzt geht das noch. Jetzt geht das noch. Du hast immerhin die Fachhochschulreife, die Fachoberschulreife. Nee, die Realschule. Also ich habe die Fachoberschule nicht abgeschlossen. Nee, aber du hast die Fachoberschulreife. Das heißt, du könntest nochmal auf eine Fachoberschule gehen. Ja, könnte ich. Könntest du. Ja. Wie auch immer. Also die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass du clean bist. Alles andere wird sich dann auch schon fügen. Es ist wirklich, man braucht eigentlich gar nicht viel zu sagen zu einem solchen Fall. Du hast es gesagt, du hast genau deine Worte, ich muss mich dafür richtig entscheiden. Alle Menschen, die in irgendeiner Weise einer Sucht anhängen und da rauskommen wollen oder die da rausgekommen sind, sagen hinterher, die Grundlage war eine 100%ige Entscheidung. Ohne Wenn und Aber. Genau, ohne Wenn und Aber. Absolut ohne Wenn und Aber. Mit einer Rigorosität muss man da an sich herangehen, die nicht zu steigern mehr ist. Ja, deswegen frage ich mich auch, ob ich meinen Tiefpunkt schon erreicht habe. Ich bin der Meinung, ich habe ihn schon erreicht. Ich habe auch viel durchgemacht in den letzten Jahren. Finde ich auch. Anscheinend war es ja noch nicht genug irgendwie, dass ich an dem Punkt stehe, wo ich mir selber sagen kann, ich habe gar keine Wahl mehr, entweder Leben oder Tod. Und ich glaube, ich muss mich endlich mal fürs Leben entscheiden. Ja, warum willst du es darauf ankommen lassen, es vielleicht jetzt noch schlimmer hochzutreiben, dass du vielleicht wirklich schon zwischen Leben und Tod schwebst? Es ist ja eigentlich eine ganz gute Zeit im Moment. Du bist noch nicht vollkommen in der Gosse. Das kann aber auch schon ein paar Jahren sein, wenn du so weitermachst. Und du bist so mental, bist du ja absolut fit und klar, was die Sache anbelangt. Du nimmst mir ja die Worte aus dem Mund, was ich sagen wollte, sagst du. Und ja, wirklich. Das muss man wertschätzen. Das musst du auch wertschätzen, dass du schon so weit bist. Ja, aber weißt du, meine Rationalität hat mir bisher noch nicht geholfen, da rauszukommen. Nee, das habe ich schon verstanden. Aber die Rationalität und die rationale, also die Überzeugung, die Vernunft, ist die Voraussetzung überhaupt, um sich wirklich zu entscheiden. Hm. Wenn du noch nicht mal mit deiner Vernunft im Klaren bist mit dir, dann kannst du alles vergessen. Hm. Insofern finde ich das schon alles sehr, sehr, sehr positiv.
Und ich denke auch, du hast mir jetzt noch die Details nicht erzählt. Das kann man im Rahmen dieses Gesprächs auch nicht machen. Dass du schon sehr, sehr, sehr übel unten gelegen hast und Phasen gab das in deinem Leben, wo es schon sehr schlimm war. Und wenn ich diese Aufzählung höre, von angefangen von Alkohol über Cannabis bis hin jetzt zu Spritzen, das ist schon sehr übel. Das ist ja übel. Da hängst du schon wirklich halb mit deinem halben Leben wirklich in der Gosse. Damit ist nicht zu spaßen. Da gibt es gar nichts zu reden. Jennifer, ich kann nichts weiter sagen als das wiederholen, was du gesagt hast. Entscheide dich. Verdammt nochmal, entscheide dich. Und pack dein Leben an. Du hast schon so viel Zeit vertrödelt. Ja, das stimmt. Die Zeit kriegst du nie wieder, die ist weg. Und jeden Tag, wo du zögerst, hast du einen Tag von deinem Leben verschwendet, der unwiederbringbar weg ist. Ja, das stimmt. So, jetzt weiß ich nicht, ob du noch eine Beratung von uns brauchst, aber wahrscheinlich bist du gut versorgt, ne? In Sachen, ich bin gut versorgt. Ja, das glaube ich auch. Du musst jetzt noch handeln. Okay. Ja, danke schön, Dominik. Viel Kraft und alles Gute. Danke schön. Gutes Gelingen. Okay. Tschüss. Ciao. Hier ist Thomas. Thomas ist 50. Ja? Guten Morgen. Hallo, Thomas. Ja, hallo. Hallo. Hallo, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da bin. Ja. Um was geht's denn? Über was reden wir? Ja, ich hatte die Tage mal angerufen wegen dem sexuellen Doppelleben. Ja. Bin aber nicht drangekommen. Ja. Und ich bin Haussklave einer Profi-Domina. Guck an. Ja. Du bist Haussklave einer Profi-Domina. Ja. Bist du solo? Ja, natürlich. Ja, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Ja, also eine Ehefrau kann ich mir nicht leisten. Das geht zu weit. Haussklave einer Profi-Domina. Ja. Was haben wir stinknormalen Menschen uns darunter vorzustellen? Ja, das heißt, dass man irgendwann mal in einem Domina-Studio eine Domina getroffen hat und die dann so toll fand, dass man gefragt hat, ob man da ins Privatleben vordringen dürfte. Ja, und du meinst immer dich in diesem Fall? Ja, mich, ja. Und das hat die Dame also akzeptiert unter gewissen Bedingungen. Und das Setting ist so, also ich putze da die Wohnung und mache für sie Besorgungen und tue für sie alles Mögliche. Ja. Und als Gegenleistung bekomme ich eine SM-Session. Wie sieht die SM-Session aus? Ja, also ich habe also ziemlich komplizierte Vorstellungen von Rollenspielen. Also normalerweise ist das so, dass die Männer da von der Domina geschlagen werden. Mhm. Und ich hätte dann gern noch so ein Rollenspiel dabei und das kann die so gut. Mhm. Und da war ich so begeistert davon, dass ich die privat kennenlernen wollte. Ist das Rollenspiel erzählbar im Radio und im Fernsehen? Kann man das so grob erzählen? Ja, so mal kurz. Also es geht um mittelalterliche Foltergeschichten. Oh, jetzt machst du mich immer neugierig. Also raus so, mit der Sprache. Was man so kennt aus diesen, sag ich mal, aus der Barockzeit. Daumenschrauben. Ja, genau, richtig. Oh, da wirst du aber gleich wach, ne? Also ja, genau, ich habe also nachgebaut. Schöne Daumenschrauben. Ja. Die sind original nachgebaut für SM-Zwecke von einem Hersteller, der mittelalterliche Geräte nachbaut. Also das ist eines deiner schönsten Sachen, Daumenschrauben zu kriegen. Ja, unter anderem. Unter anderem. Da gibt's ja also Streckbank. Genau, ja, sehr gut, richtig. Thomas kommt in Fahrt, wenn ich nur die Worte sage. Das heißt, die Domina hat eine Streckbank. Nein, hat sie nicht, aber man hat, also es gibt gibt Locations, die kann man, da kann man sich mieten, einmieten. Ach so, praktisch. Und kann dort eine SM-Session machen. So, was fällt mir da noch ein? Dann wurden die, ja, wie wurden die Leute noch gefoltert früher? Ja, also alles, was einem so einfällt, ich meine, das kann ja jeder historisch nachlesen. Dass, mit Feuer, mit Wachs. Ja, mit also auf heißen, heiße Sachen stehe ich schon, ja? Dass sie mir also mit heißen Zangen zwickt. Ja, glühendes Eisen. Ja, genau, und die Dinger sind dann so heiß, dass auch Brandwunden entstehen. Ja. Also ich brauch's richtig heftig, sag ich mal. Ich mag schon, ja, ich mag schon. So, jetzt bist du ein die Gegenleistung ist, dass du normal für diese Frau alles so machst. Du, ja, du putzt ja die Wohnung und du kaufst für die Kartoffeln ein. Ja, und es sind auch finanzielle Leistungen dabei. Was heißt das? Ja, sie hat gesagt, wenn ich in ihr Privatleben eindringen wolle, da müsse ich meine Kontokarte abgeben und wenn sie sich an meinem Geld bedienen dürfe, wird sie das machen. Na, die ist ja drauf. Hast du viel Kohle?
Ja, also mittel viel Kohle. Du bist berufstätig. Ja, ich bin jetzt nicht gerade leitender Angestellter, aber ich verdiene ganz gut. Darf ich dich fragen, was du vom Beruf machst? Ja, ich bin Programmierer. Programmierer. Okay, ja, die verdienen ja nicht so ganz schlecht. Wie lange läuft diese ganze Sache jetzt schon mit der Domina? 92. Seit 92 schon? Ja. Das ist ja unfassbar. Ja, ich habe mein Glück gefunden. Wie oft bist du bei ihr? Ja, wenn sie Bock auf mich hat, dann fast jeden Abend. Und wenn sie irgendwelche, sag ich mal, Lover da hat, dann nicht so oft. Und wie oft kriegst du zur Belohnung dann so eine Session? Ja, so oft ich das fordere. Ach so, das kannst du fordern? Als Sklave darf man fordern? Ja, das ist also jetzt nicht so übertrieben, dass man also jegliche Realität aus den Augen lässt. Ja. Sondern man kann dann schon sagen, Herrin, ich hätte gern wieder mal eine Session. So, wenn die Herrin sagt, hier nix, Sklave, du putzt erstmal die Fenster. Ja, dann putze ich erstmal die Fenster und krieg dann die Session. Und dann sagt die, nee, jetzt putze erstmal den Flur. Ja, dann putze ich noch den Flur. Aber irgendwann kriege ich dann meine Session. Und es ist auch dann nicht immer so aufwendig, dass man sich irgendwo einmietet. Ja. Das kann also, sich also auch auf Verbalsex beschränken, dass sie eine nette Geschichte erzählt, auf die ich dann voll abfahre. Und den Rest kannst du dir denken. Ja, na, das kann ich mir nicht so richtig denken. Kommt es denn, es kommt doch bestimmt nicht, so wie ich das gelernt habe aus meinen Gesprächen, nicht unbedingt zum Geschlechtsverkehr? Nein, also... Oder nie, ne? Ich eigentlich nicht, weil das entspricht irgendwie der weiblichen Vorstellung von Beziehung, dass man jemand, eine Prostituierte oder eine Domina, ja, im Bordell oder im Studio kennenlernt und dass die sich dann privat mit einem einlässt. Das machen die Frauen nicht. Ja, hast du einmal seit 92 mit deiner Herrin Geschlechtsverkehr gehabt? Nein. Keinmal? Nein. Also wenn es hochkommt, onanierst du vor ihr? Ja, so ungefähr. Wenn sie dich richtig so in Fahrt gebracht hat? Ja, und bei also diesen SM-Sessions sind dann gewisse Sachen, werden dann vorgenommen, sodass man zum Orgasmus kommt. Ja. Hat sie dich auch schon mal, um dich besonders zu quälen, wieder nach Hause geschickt und gesagt, du onanierst jetzt hier nicht vor meinen Augen? Nein, das nicht, aber... Es würde ich machen als Herrin, also ja, wäre das Spaß. So einfach ist es nicht, also es ist relativ schwierig, weil sie einen ziemlich ausgeprägten Sexualtrieb hat, ja, und dann alle möglichen Lover hat. Die hat also mit bis zu 4 Männern gleichzeitig eine Beziehung. Ach du lieber Himmel. Das ist also für mich ziemlich, sag ich mal, unbefriedigend, dass ich da also in der Riege dieser Herren nicht vorkomme. Ach so. Du bist eben nur so das 5. Rad am Wagen, der Sklave. Ja, genau. Der Hausklave. Genau. Jetzt lass mich nochmal auf das Geld zurückkommen. Die hat deine Konto, deine Karte. Ja. Und wie viel Kohle holt die sich da immer so runter? Ja, so wie viel drauf ist. Die überzieht nicht, die hält das im Rahmen. Eine Ehefrau würde auch nicht mehr verbrauchen. Wie, die holt immer alles runter, was auf der... Nein, die teilt das Geld ein, die nimmt sich davon und gibt mir davon. Ja. Und so, dass man über den Monat kommt. Ach so, ja. Wie viel behält die dann so für sich ungefähr im Monat? Oh, das habe ich nicht ausgerechnet, weil ich lebe ziemlich sparsam, aber das geht dann doch über die 50% von dem, was drauf ist. Also, dein ganzes Gehalt kommt auf das Girokonto? Genau. Und das verwaltet sie quasi? Sie gibt dir ein Taschengeld? Ja, man muss ja irgendwie was essen und Benzin kaufen. Oder wie viel Taschengeld gibt sie dir denn im Monat? Ja, das kommt drauf an, was so anfällt. Also wenn jetzt gesagt wird, das Auto ist kaputt, dann kann ich dann schon mal eine Reparatur machen. Ach so, aber du hast nicht immer meinetwegen immer 1.000 Euro zur Verfügung. Nee, ich frage dann schon mal, Herrin, ich bin knapp mit dem Geld, könnt ihr mir was geben? Also es ist jedes Mal ein Gerede. Es gibt keine automatische Zurücküberweisung oder ein automatisches Aushändigen des Geldes von ihr. Nein, ich frage dann schon, wenn ich was brauche. Ja, das heißt, das ganze Geld, das, was du verdienst, und wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass das gar nicht mal so wenig ist, fließt eigentlich zu dieser Frau. Ja, genau. Gut, deine Miete geht noch runter, ja, genau. Die Festkosten und so, aber letztendlich, wie praktisch. Und du putzt auch noch den Flur. Ja, genau. Was die anderen Männer nicht machen wollen, sag ich mal, den Müll raustragen, das ist für mich ein Sexspiel. Ist ja unglaublich. Aber seit 92 bist du in dieser merkwürdigen Beziehung, sag ich mal, in dieser ungewöhnlichen Beziehung. Ja, genau. Seit 92 hast du dich nicht verliebt in eine andere Frau. Nein, also ich sehe das ganz krass. Es gibt also nach meinem Geschmack
zwei Arten von Frauen, diese Frau und Schrott. Oh, ja, das wäre jetzt hart ausgedrückt. Ja, das ist sehr hart ausgedrückt. Aber ich habe einen sehr extremen Geschmack. Wer möchte denn schon gerne mit glühenden Zangen gezwickt werden? Okay, ich verstehe schon. Eine individuelle Äußerung deinerseits, was deine persönliche Vorliebe betrifft. Genau, also das soll jetzt nicht, was andere Männer meinen. Also eine andere Frau braucht ja mit mir nichts anfangen und die braucht sich ja auch daraus nichts machen. Im Klartext. Das heißt, du hast da die optimale Konstellation gefunden. Ja, genau, weil die eben entsprechend gut ist. Ich habe da also ziemlich hohe Anforderungen. Aber es gäbe ja noch eine Steigerung, wenn sie dich in den engeren Männerkreis rein mitnehme. Ja, das ist aber nicht drin. Das ist nicht drin. Das heißt, dann musst du dich mit dieser Rolle jetzt zurechtfinden. Ja, sicher. Da gibt es irgendwelche, sag ich mal, beiderseitigen Störungen psychologischer Art und dieses Setting erlaubt das nicht. Beiderseitigen Störungen? Ja, also ich habe, da alle Freunde entsetzt sind, wenn ich das erzähle, habe ich mich psychologisch untersuchen lassen und die Therapeuten bestätigen mir eine dependente Persönlichkeitsstörung. Das heißt, man wird von irgendjemand, in dem Fall dieser Frau, abhängig. Aha. Und bei der Frau ist es also sehr schlimm. Die hat ein schweres Borderline-Syndrom. Ja. Mit pathologischem Narzissmus und Selbstzerstörung als Ich-Ideal. Also, wenn ich jetzt lache, ich lache nicht darüber, über diese Störung, wirklich nicht. Aber es ist schon skurril, haben sich zwei Leute mit Störungen zusammengetan und offensichtlich für die beiden ist es gut, dass es so ist. Ja, in dieser Konstellation ist es gut. Das heißt, wie interessant, du hast dich von einem Psychologen untersuchen lassen und mit einem Psychologen gesprochen. Hier, was ist mit mir los? Ich bin nicht normal. Ja, das ist so, weil ich ja auch privat in der privaten SM-Szene verkehre. Ja. Und die sind der Meinung, dass Dominas alle Schrott sind und nur die Privaten können es richtig. Ja. Und die haben mir das dringend empfohlen, um da wegzukommen. Ach so. Und dann habe ich mal spaßeshalber mir so einen Herrn angehört. Ah, und ich bin da natürlich nicht weg, lass den mal reden, aber das ist schon mal ganz interessant. Du wolltest dich mal informieren darüber, wie die Wissenschaft dich so beurteilen würde. Ja, man darf natürlich jetzt keinen Psychiater nehmen, weil die alle einen, ich sag mal salopp, einen an der Waffel haben. Nee, aber so kann man das auch nicht salopp sagen. Die sind alle so bekloppt, da ist jeder Irrenhausinsasse normal dagegen. Nee, muss ich direkt dagegen halten. Ich kenne einige extrem interessante und gute Psychiater. Und gut, aber müssen wir gar nicht drüber reden. Ich gehe zu den Verhaltenstherapeuten und die sind relativ friedlich. Okay, ist ja auch alles wurscht. Mhm. Interessant ist die Frage, oder wichtig ist die Frage, dass du für dich so einen Frieden geschlossen hast mit diesem Leben. Das ist dein Ding und du möchtest das so machen. Ja, es gibt natürlich auch Unschönheiten, weil sie hat eine Neigung dazu, sich mit kriminellen Ausländern einzulassen, die sie zerstören. Oh. Also, gut, das ist ja noch spezieller jetzt wieder. Aber was die sexuelle Neigung anbelangt, die du da pflegst, mit der bist du letztendlich zufrieden. Ja, da bin ich zufrieden. Ja, ich brauche keine normale Frau. Das ist langweilig. Ja, und so in deinem normalen Umfeld, Arbeitskollegen, Verwandtschaft und so, ahnt kein Mensch, was du machst. Nein, also beruflich stelle ich mich als Single dar. Ja, und als braver Single. Ja, genau. Ich tippe tagsüber meine Programme ein. Ja. Und ob ich jetzt abends in die Kneipe gehe, in das Kino oder zur Domina, das weiß ja keiner. Gibt es denn hast du einen guten Freund? Ja, also sicher. Und die wissen Bescheid? Die wissen Bescheid, aber die sind dann auch alle in diversen seltsamen Szenen, denen macht das nichts. Ach, verstehe. Ja, das ist ja nur interessant, mit dir zu plaudern, Thomas. Ja. Das war wirklich interessant. Das heißt, das Leben läuft so weiter, wie es jetzt seit 92 läuft bei dir? Ja, wenn sie sich nicht zerstört, läuft so weiter, ja. Wenn diese Frau mal irgendwann plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, ausfällt, ja, also es was ist dann? Zu befürchten, dass sie an irgendwelchen Krankheiten stirbt. So, oder wenn sie aufhören würde. Was wäre dann mit dir? Also aufhören wird sie nicht. Pathologischer Narzissmus heißt, ich nutze alle anderen aus, aufgrund meiner Attraktivität und meinem Charme. Ja. Und solange man mich ausnutzen kann, finanziell wird sie nicht aufhören. Was wäre, wenn sie nicht mehr da wäre? Wenn sie stirbt. Wenn sie nicht mehr da wäre, ja. Ja, also dann hinterher. Dann hinterher? Ja, ins Jenseits. Das heißt, du würdest dir dann das Leben nehmen? Also das ist natürlich leicht gesagt, aber schwer getan. Also das ist leicht gesagt. Und da finde ich, da fängt es wirklich an, pathologisch zu werden. Dann gehörst du wirklich... Ich glaube nicht, dass ich das fertig bringe, aber so als Gedanke, jetzt so die nächsten 30 Jahre allein über diesen öden Planeten zu stolpern, ohne meine Herrin und Göttin, das ist also schon ein sehr deprimierender Gedanke. Ja, aber spätestens dann, glaube ich, wäre ein Besuch bei einem Psychologen oder bei einem guten Psychiater sehr angesagt. Aber so weit sind wir ja noch nicht.
Nein, also soweit ist im Moment ist noch alles okay bei dir. Also im Moment hat sie sich von ihren Krankheiten wieder erholt und sie steht ganz gut da. Thomas, ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Und wünsche dir, dass du gutes Leben kommst. Ich werde mir Mühe geben. Alles Gute. Alles klar. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Himmel, was man alles hört. Was man hier alles so hört. Mann. Hier ist Joachim. Joachim ist 29. Das hätte ich aber sehr jung gemacht. 59. Hallo Joachim. Ja, hallo Domian. Hallo Joachim. Was ist bei dir? Das hätte ich nie gedacht, dass ich mal in dieser Sendung auftrete. Was ist los? Ich habe schon des Öfteren die Sendung mal gesehen und heute ist einfach alles scheiße. Ich habe am Samstag meine Frau beerdigen müssen. Meine Frau hat mich am 18. Februar ins Krankenhaus gefahren, weil ich am Rücken operiert werden sollte. Und ist dann wieder nach Hause gefahren. Und auf der Rückfahrt hat sie einen Herzinfarkt erlitten und ist verstorben. Ja. Sie war überhaupt nicht erkrankt? Nee. Nee, es gab keine Vorerkrankungen oder nichts. Warnzeichen, gar nichts? Nichts in dieser Art, nichts. Wie alt ist deine Frau geworden? Die ist jetzt 59, die wäre jetzt am 8. April, würde sie 60 werden. Das heißt, du warst im Krankenhaus und deine Frau ist verstorben? Ja. Ich bin im Krankenhaus gewesen, ich habe um 3:45 zu Hause angerufen, weil ich gedacht habe, sie müsste um diese Zeit eigentlich schon zu Hause sein. Habe ich natürlich niemand erreicht. 10 Minuten später kam der Arzt zu mir herein und ich dachte, der bespricht jetzt mit mir die folgenden Tage, was jetzt weiter gemacht wird. Und dann sagt der Arzt zu mir, es tut ihm sehr leid, aber er müsste mir leider sagen, dass meine Frau vor einer Stunde verstorben ist. Sie hat diesen Herzinfarkt während des Fahrens bekommen? Ja. Ist es noch zu einem Unfall gekommen? Ja, sind wohl laut Polizeibericht zwei Bedienstete der Autobahnmeisterei zufälligerweise hinter unserem Fahrzeug hergefahren. Und die haben ausgesagt, dass meine Frau oder unser Pkw von Lkw überholt wurde, das Fahrzeug dann auf die linke Seite des Lkws auffuhr und dann nach rechts, also führerlos, weder Lenkbewegungen noch irgendwelche Bremsanzeichen waren zu festzustellen. Und dann auf die Leitplanke drauf fuhr und dann kam das Fahrzeug nach ca. 150 Meter zum Stillstand. Und also sind keine anderen Fahrzeuge involviert gewesen? Nein. Die haben dann eben versucht, die Unfallstelle sofort abzusichern und Reanimationsmaßnahmen einzuleiten und haben dann auch einen Rettungshubschrauber wohl angefordert und dieser Notarzt, der konnte also nur noch den Tod feststellen. Im Bericht steht drin Exodus. Jetzt war am Samstag die Beerdigung. Nein, diese Beerdigung war am Samstag. Die war am Samstag, ja. Ja, das Schlimme war natürlich, dass ich in dem Krankenhaus saß. Ich konnte mich dann abends abholen lassen. Ich musste dann in die Leichenhalle, um meine Frau noch zu identifizieren. Und sie wurde dann hierher in unseren Wohnort am nächsten Tag überführt. Ja, und wir wohnen direkt am Friedhof. Das heißt, sie lag 4 Tage in der Leichenhalle, 50 Meter von mir, aufgebahrt. Und gut, jetzt habe ich wenigstens noch die Möglichkeit gehabt, mich von dir zu verabschieden, aber... Das hast du gemacht? Ja, natürlich, ja, jeden Tag, stundenlang. Ja. Aber das steht dir nicht mehr geholfen, ne? Nein, ihr nicht, aber für dich ist es sicher gut gewesen, dass du es getan hast. Ja, natürlich. Furchtbar, ich könnte dir sagen, ist so furchtbar. Ja. Das ist ja jetzt auch noch eine Zeit, wo du eigentlich wie unter Schock stehst. Das ist ja noch, wenn Samstag die Beerdigung erst war, das ist ja... Ja, gut. Wahrscheinlich sind es immer noch Momente, wo du... Das Problem war natürlich, ich war letzte Woche dann auch noch wieder im Krankenhaus. Ja, wie geht es dir denn jetzt gesundheitlich mit deinen Beschwerden? Ja, genauso scheiße wie vorher auch, denn es muss dringend etwas gemacht werden. Und ich war jetzt am Montag 3 Tage im Krankenhaus und habe dann eigentlich auch nur Scheißdreck erlebt. Streik und alles, was eigentlich gemacht werden sollte, konnte dann nicht wieder gemacht werden. Dann hat man mich am Donnerstag nach Hause geschickt. Jetzt muss ich nächste Woche wieder hin.
Wie ist denn das? Habt ihr Kinder? Ja, ich habe einen Sohn, der wohnt in Stuttgart. Also kein gemeinsames. 400 Kilometer von uns entfernt. Ja, das heißt, du stehst. Ich kann natürlich auch nur sporadisch mehr oder weniger hier sein. Natürlich war bei der Beerdigung hier und war auch am nächsten Tag am Dienstag, dann habe ich natürlich am Montag gleich darüber informiert. Mhm. Und dann ist er am Dienstag gleich hochgekommen und war dann die Woche vollends oben. Gibt es denn einen engen Freundeskreis um dich oder euch herum? Gab es den? Ja, mehr oder weniger. Das Hauptproblem ist eigentlich, wir sind erst seit 3 Jahren hier. Ach so. Und wir haben hier ein wunderschönes Haus. Wir haben hier alles eingerichtet und aufgebaut und renoviert und gerichtet und gemacht. Und das heißt, so viel konnte noch nicht aufgebaut werden an Verbindung. Da ist noch nicht viel Kontakt auch im Ort vorhanden. Und es gibt natürlich den einen oder anderen Nachbarn, klar. Ja, aber ja, bei denen geht abends um 8 Uhr die Türe zu. Mhm. Das heißt, du stehst jetzt auch sehr alleine mit deinem Bett jetzt oder sitzt auf meiner Couch und da gibt es halt niemanden mehr, der mir gute Nacht sagt. Da gibt es keinen, der guten Morgen sagt. Bist du auch noch berufstätig? Ja, aber ich bin jetzt im Moment krankgeschrieben. Das ist krank, ja. Ja, ich bin krankgeschrieben, einerseits wegen meinem Rücken. Und jetzt muss ich am Montag wieder telefonieren, wenn jetzt der Operationstermin wahrgenommen werden kann. Und ich finde das auch. Ja, die Erinnerungen, ne? Ich fahre jedes Mal an der Strecke vorbei, wo meine Frau verunglückt ist. Ich liege in dem Krankenhaus, ich laufe an der Bank vorbei, wo du mittags noch saß. Und ihr habt das gemeinsame Haus dort jetzt? Wir haben uns unterhalten da. Ja. Ich finde das auch so schlimm, wenn so plötzlich jemand aus dem Leben gerissen wird, wenn man überhaupt gar nicht damit gerechnet hat. Dann ist das ja wahrscheinlich für dich immer wieder noch unbegreiflich, dass du sicher manchmal Sekunden hast und denkst, das kann gar nicht sein. Sie kommt wieder oder sie ist nur irgendwie kurzfristig weg. Ja, natürlich, die steht überall im Haus, steht sie neben mir. Ja. Überall, wo ich hingehe, überall sind natürlich irgendwelche Dinge von ihr, im Bad hängt ein Bademantel und solche Geschichten. Und ich will die Dinge jetzt noch nicht entfernen, weil ich will sie nicht auf die Seite stellen. Das kann ich ja gar nicht tun. Das wäre das Allerschlimmste. Wobei das immer so eine Frage ist, wie lange man die Gegenstände so im Haus noch oder in der Wohnung behalten sollte. Manche Leute entfernen die Gegenstände sehr schnell. Manche halten zu lange, finde ich, daran fest. Ja. Da muss man so den. Den Zeitpunkt, den weiß ich natürlich auch nicht, aber im Moment ist für mich noch nicht der Zeitpunkt da, wo ich auch nur irgendetwas wegtun könnte. Ja. Mir tut es schon in der Seele weh, wenn ich an diese Dinge denke, die jetzt noch bei uns unten im Flur liegen, wo mir der Bestatter gebracht hat. Der Bestatter, es war eine Feierbestattung. Die ist ja wohl heute so Brauch, dass man immer das, was sie so am liebsten oder was man am liebsten trägt, das wird dann angezogen. Leichenhemd oder sowas gibt es ja heute nicht mehr. Ja, und dann bringen wir eben die Dinge zurück, die sie an diesem Tag, wo sie nach Hause gefahren ist, noch anhabe. Ja, verstehe. Ja, und das liegt alles noch da. Und da liegen noch die Ringe da, da liegt noch die Halskette, die Ohrringe, alles liegt noch da. Ich traue mich nicht, diese Dinge einzulösen. Vielleicht könnte dir jemand helfen, dass diese Dinge entfernt werden. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn die im Haus sind, dass du die ständig siehst. Aber ich kann sie im Moment nicht wegtun. Also ich habe da im Moment noch überhaupt keinen Verstand. Im Moment ist ein Loch und das Loch wird dann kleiner, immer größer. Und du sagtest gerade, du wohnst direkt neben oder gegenüber vom Friedhof. Ja. Das heißt, du kannst auch da zum Grab gucken? Ich gucke jeden Abend auf ihr Grab. Du kannst das von deinem Fenster aus sehen? Ja, vom Dachfenster aus kann ich direkt auf das Grab gucken. Auch da weiß ich nicht, ob das gut ist oder ob es letztendlich sehr, sehr schlimm ist, weil du gar nicht richtig Abschied nehmen kannst, vielleicht oder loslassen kannst. Ja. Aber es ist so früh, darüber zu reden, wenn wir das loslassen. Das ist am Samstag gewesen. Also im Moment habe ich da überhaupt keinen Kopf dafür. Ich frage dich jetzt nur mal so sehr perspektivisch, vielleicht wir reden über Zeiträume von vielleicht in einem halben Jahr oder so. Könntest du diesen Ort, was deinen Beruf betrifft, wieder verlassen? Ja, das könnte ich sicherlich. Also das wäre nicht das Problem. Aber es ist
sehr schwer, weil es hier natürlich sehr viele, viele Dinge gibt, die wir gemeinsam gemacht haben. Ich erinnere mich an den ersten Tag unseres Einzuges, wo wir mit provisorisch mit einem Transporter hierher fuhren, mit einem Teil unserer Umzugskartons und haben morgens um 16:30 sind wir hierher gekommen, haben 19:30 das Auto ausgeladen, das musste zurück nach Trier gebracht werden. Ja, und ich fahre an die Tankstelle hin und will den Transporter betanken. Meine Frau fährt mit unserem Auto nebenher und stellt das Auto ab und will aussteigen. Da fährt einer rückwärts mit dem BMW hier auf die Türe und quetscht ihr fast das Bein ab. Ja, das war der erste Tag unseres Aufenthaltes hier. Das sind so 14 Tage Krankenhaus. Ja, diese Gegend ist natürlich voller Erinnerungen. Ja. Erinnerungen können einen auch auffressen. Ja. Aber ich glaube, im Moment ist das nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Im Moment, glaube ich, brauchst du einfach auch jemanden, mit dem du immer wieder einfach über deine Trauer und deine Traurigkeit sprechen kannst. Ja. Ich würde gerne, dass du jetzt mit meiner Psychologin mal sprichst. Mhm. Wir wollen mal gucken, ob wir dir vielleicht einiges in der Gegend, wo du wohnst, vielleicht vermitteln könnten, wo du dich hinwenden könntest, damit du nicht so ganz alleine bist. Denn alleine zu sein in so einer Situation, das ist nicht gut. Ja. Das ist nicht gut. Schwierig. Ich habe hier 6 Hunde, die liegen bei mir neben dem Bett. Mhm. 6 Hunde? Ja, so kleine Hunde, 4 Maltese und 2 Yorkshire Terrier. Ja, und gut, die rennen natürlich auch wie geistesrank durch die Gegend. Die suchen natürlich auch immer. Und im Moment, mein Fahrzeug ist noch in Reparatur, das heißt, unser Auto steht nicht draußen. Ja. Und das bedeutet für die Hunde, Auto ist nicht da, also kommen die halt noch. Joachim, ich möchte das gerne so machen, dass wir dich jetzt gleich zurückrufen und wir gemeinsam da mal im Hintergrund überlegen, wie wir dir vielleicht etwas helfen könnten. Mich würde das sehr freuen. Okay, wäre prima. Bitte ich dich aufzulegen und du wirst dann gleich von uns zurückgerufen. Okay, vielen Dank, Domi. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke dir. Auf Wiederhören. Okay. Ja, tschüss. Stefan ist hier. Stefan ist 19 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Stefan. Bei mir geht es darum, ich bin seit 9 Monaten fast jetzt mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und zwischen Ende November und Anfang und Ende Dezember letzten Jahres ist meine Freundin mir 3-mal fremdgegangen. Schon? Dreimal fremdgegangen. Ja, ich sag schon, nachdem ihr erst so kurz zusammen seid. Ja, und... Wie hast du das rausgekriegt? Das hat sie mir dann am 5. oder 6. Gesagt. Januar. Und das letzte Mal ist sie mir fremdgegangen am 2. Weihnachtstag. Da habe ich auch irgendwas gemerkt, einen Tag vorher, dass irgendwas los ist. Mhm. Ja, und das war halt mit ihrem Ex-Freund, mit dem sie vor mir zusammen war. Ja. Und die anderen Male? Alle 3-mal. Achso, jedes Mal mit dem Ex-Freund? Genau. Das heißt, diese Beziehung ist noch gar nicht ordentlich abgeschlossen? Jetzt hat sie keinen Kontakt mehr zu ihm, weil, also ich habe es ihr gesagt, dass sie mit ihm nichts mehr zu tun haben darf von mir aus. Wie lange waren die zusammen gewesen? Wie lange? 2 Monate nur. Ach so, 2 Monate nur? Ja. Kann man ja fast schon gar nicht so ernst nehmen, aber offensichtlich schon. Ja, und jetzt mittlerweile ist das bei mir halt, dass seitdem die Eifersucht tierisch nach oben gestiegen ist. Mhm. Ja, und halt das beschäftigt mich halt immer noch. Ja. Ja, die Eifersucht, das Misstrauen auch. Verständlicherweise auch, verstehe ich. Wenn man 3-mal gleich sowas erlebt und. Ja, und sie hat halt auch noch mit ihren anderen Ex-Freunden Kontakt. Mhm. Ja, und jetzt will sie sich irgendwann halt mal mit dem einen oder anderen wieder treffen und da habe ich was gegen, nur das versteht sie nicht. Das versteht sie nicht? Nee. Sollte sie aber verstehen, nachdem was vorgefallen ist, dass man... Eigentlich schon. Ja, finde ich auch. Dass du da erstmal ein bisschen skeptisch bist und wäre ich an deiner Stelle auch, muss ich dir sagen. Ja. Finde ich deine Gefühle nachvollziehbar. Und jetzt halt auch noch... also ich wollte mich halt... Ich sehe sie fast jeden Tag. Mhm. Also sie kommt halt nicht aus meiner Stadt. So 30 Kilometer ungefähr von mir wohnt sie. Und dann manchmal... hat sie gesagt, ja, treffen wir uns morgen. Habe ich erst ja gesagt und dann kam was dazwischen. Mhm. Halt, dann habe ich sie halt auch 2-3 Mal so gesehen, eine halbe Stunde vorher oder so, bevor sie losgefahren wäre, halt sitzen lassen. Mhm. Und dann sagt sie jetzt, halt damals, also jetzt vor einem Monat,
sollte sie mir halt beweisen, dass sie mich wirklich liebt und so. Und jetzt kommen sie mir auf einmal, als wenn ich hier fremdgehe. Und da habe ich ihr gesagt, ich würde dir niemals fremdgehen. Also du hast sie nun mal irgendwie sitzen lassen, weil das mit den Terminen nicht so klappte. Oder wie habe ich das zu verstehen? Ist natürlich auch nicht eine schöne Art, wenn man sich verabredet hat, aber das ist natürlich nicht damit zu vergleichen, wenn sie... Ja, hör mal, da ist aber irgendwie vielleicht auch was faul, oder? Ist denn das, seid ihr denn verknallt richtig ineinander? Ja, also ich auf jeden Fall und bei ihr glaube ich auch. Ne, halt. Ja, aber was ist denn das für ein Theater, wenn man da richtig verknallt ineinander ist, gerade mal 9 Monate zusammen und dann schon so Vorfälle und so Misstrauen und so ein Hin und Her. Also, genau. Sie sagt also, halt auch, ich kann nicht ohne dich und so. Nur sie hat mir, ich habe sie natürlich auch gefragt, warum sie mir fremdgegangen ist. Und einen richtigen Grund konnte sie mir nicht sagen. Wenn sie mir einmal fremdgegangen wäre, hätte ich gesagt, okay, vielleicht, okay, Alkohol wäre auch keine Ausrede, aber pass auf. Auf Party vielleicht oder irgend sowas. Mhm. Einmal würde ich sagen, die Fehler macht jeder. Okay. Halt bei dreimal, sie sagt mir auch, ja, das war nicht schön, ob das schön war oder nicht, so gesehen, interessiert mich das eigentlich nicht, ob sie dir Spaß gemacht hat oder nicht. Nee, das würde mich auch reichlich wenig interessieren. Pass auf, jetzt muss man ja irgendwie nach vorne gucken und nicht immer nach hinten in der Vergangenheit rumstochern. Genau. Sie hat jetzt dir gesagt, dass sie mit diesem Ex, mit dem letzten Ex, definitiv Schluss gemacht hat. Ja, sie hat mit dem nichts mehr zu tun. Nichts mehr zu tun. So. Das heißt, da mit diesem Versprechen kann man ja nochmal so einen Neuanfang sehen, ne, zwischen euch beiden. Ja, klar. Jetzt will sie sich aber mit irgendwelchen anderen Ex-Männern wieder treffen. Mal nur so. Ja, nur so halt mal, vielleicht nur mal zusammen eine rauchen oder so. Nur halt, da bin ich dann natürlich misstrauisch. Dann sag ihr doch mal ganz einfach, das ist ja noch alles sehr frisch, diese Fremdgeherei. Ja. Und das war eine Verletzung für dich, eine verständliche Verletzung. Ja. Dass sie dir insofern auch mal vielleicht ein bisschen entgegenkommt, dass sie die nächste Zeit einfach mal auch verzichtet, mit diesen Jungs zu reden. Ja. Bis so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist und das Vertrauen auch wieder da ist. Wenn das Vertrauen wieder stabil ist zwischen euch beiden, dann kannst du ja auch sagen, mein Gott, ja, kannst dich ja durchaus mit denen mal treffen, das ist ja egal. Ja. Aber jetzt finde ich auch noch, ich würde es an deiner Stelle ihr so erklären, dann kann sie das auch mal ein bisschen wieder gut machen. Sie muss ja nicht ständig immer alles machen, wonach ihr gerade so die Nase steht. Ja, und halt, ich habe ja auch gesagt, ich gebe ja auch so viel Liebe wie vorher und dachte, nur sie dachte mir, ich soll ihr beweisen, wie sehr ich sie liebe und halt auf der anderen Seite Stefan, auch von ihr auch gefordert. Ja, allerdings, und du hast es ja schon insofern bewiesen, dass du die Brocken nicht hingeschmissen hast. Das ist schon ein Beweis genug, dass du sie liebst. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Ja. Die soll sich ein bisschen abbremsen mit ihren Jungs da. Okay. Alles Gute, tschüss. Danke, ciao. In der Technik heute nach Thomas Wittig. Ich wünsche euch ein gutes und schönes Wochenende. Wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Macht's gut, tschüss.